Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu einem kleinen, aber feinen Video, wo wir uns heute nämlich mal die Jubiläumsausgabe zu Die Braut des Magiers von Tokyopop anschauen und damit dieses Video auch so ein bisschen allgemein für diese Jubiläumsausgaben stehen, die dieses Jahr erscheinen werden und uns halt die Frage stellen, was taugen die eigentlich und für wen sind die eigentlich geeignet, denn zuermaßen ist dies eine Edition, die bestimmt für den einen oder anderen interessant sein dürfte. Aber wie immer halt erstmal die Grundinformation. Tokyopop wird 20 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Tokyopop. Super. Und sowas feiert man halt. Carlsen hatte damals, glaube ich, beim 20-Jährigen... Was, beim 20-Jährigen? Ich glaube, es war beim 20-Jährigen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie eine Zeit lang von ausgewählten Bänden rein den ersten Band sehr stark rabattiert angeboten für, ich glaube, 2 Euro den Band. Gute Idee. Tokyopop macht was ähnliches und zwar mit diesen Jubiläumsausgaben legen sie den ersten Band von ausgewählten Reihen nochmal neu im Hardcover mit Farbschnitt. Farbschnitt? Ich weiß nicht. Oh Gott. Ja, doch, da seht ihr es. Okay, Farbschnitt ist vielleicht ein wenig falsch. Metallic-Effekt eher. Neu auf und. Ja, es ist halt wie gesagt immer nur der erste Band, also denkt jetzt nicht, boah, die Braut des Magiers kriegt einen kompletten Hardcover-Release zum Beispiel. Die Braut des Magiers kommt auf jeden Fall auch im ersten Band mit Farbseiten. Ich weiß nicht, wie es mit den zukünftigen Bänden aus sein wird. Diese Ausgabe ist zusätzlich stark limitiert. Was genau dieses stark limitierte heißt, kann mir gefühlt keiner sagen. Also es wurde nicht wirklich kommuniziert, auch Händler wissen es jetzt nicht so wirklich. Ich gehe mal von aus, es ist eine stinknormale Auflage von 7000 Exemplaren oder so und es wird halt nicht nachproduziert. Also, falls einer von Tokyopop das schaut, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Preislich bewegen wir uns bei 20 Euro pro Band. Passt ja, bei 20-jährigen Jubiläum. Also, mal im Ernst, es würde mich nicht wundern, wenn sie wirklich da mehr kommen. Wir machen es 20 Euro, weil 20-jähriges Jubiläum. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt mal zu meiner Meinung. Erstmal, ich mag Hardcover und es ist ein schöner Hardcover-Release. Also es ist kein billig Hardcover oder einfach nur wie es der liebe... Opa, so rum, damit man die Schrift lesen kann. Nee, so rum, doch, so rum, ups. Wie zum Beispiel der Reprodukt-Verlag gemacht hat, was einfach nur ein verstärktes Softcover war mit Der lachende Vampir und Midori. So, es ist... Ihr hört, das ist gutes Hardcover. Auch hier vorne, der Schriftzug ist gestanzt. Also, es hat was Hochwertigeres an sich, auf jeden Fall. Dazu muss man auch sagen, ich mag diesen Metallic-Farbschnitt sehr, sehr gerne. Vor allem, das hat mich wirklich gewundert, die Seiten kleben nicht miteinander. Denn normalerweise ist es bei Farbschnitten immer so, dass, wenn du den Band aufschlägst, dann erstmal die Bänder auseinanderziehen. Du hast jetzt mal so ein bisschen Angst. Hoffentlich verklebt sich da jetzt nicht irgendwas ungünstig und mir reißt eine Seite. Das hast du hier gar nicht. Also wirklich, während die anderen Bände sich anfühlen, als würdest du auf alten Dielen laufen. Also andere Bände mit Farbschnitt. Hier. Absolut keine Probleme. Und das hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet. Und ja, dann der Metallic-Effekt. Man hat sich halt für einen Metallic-Effekt entschieden, der, finde ich, auch sehr gut rüberkommt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut erkennen kann, mit dem Metallischen. Ich denke mal schon. Ist ein nettes Stilmittel und es macht halt Sinn, weil der Buchrücken ist halt grau. Metallic-grau. Was halt eine Anlehnung daran ist, dass Tokyopop vor einigen Jahren ihre Shonen Jump-Titel hatten, die alle einheitlich grau hatten. Ich glaube, das war sogar eine Sache, die Yokaps gemacht hatte zu seiner Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich muss sagen, ich hasse diese Tokyopop-grauen Buchrücken. Die sind mit die schlimmsten Buchrücken, die wir im deutschen Raum bekommen haben. Und trotzdem sind sie halt ikonisch für den Tokyopop-Verlag. Also wirklich jeder assoziiert graue Buchrücken mit Tokyopop. Die sind halt nur nicht schön. Und als ich dann gehört habe, oh ja, man hat sich dazu entschieden, den Buchrücken auch grau zu machen, dachte ich so, es macht Sinn, aber das heißt nicht, dass ich es gut finde, weil wirklich, wer mag diese grauen Buchrücken? Ich kenne gefühlt keinen einzigen. Aber es wirkt edel.
Also tatsächlich durch diesen Metallic-Effekt sieht es nicht so hässlich aus, sondern kommt wirklich wie Metallic-Grau rüber und eben nicht einfach so, ja, der Drucker hat keine Farbe mehr, grau. Wie bei Claymore, Bleach, die alte Ausgabe, allem drum und dran. Dann kein Tokyopop-Streifen, sondern einfach nur hier oben Tokyopop Jubiläumsausgabe. Wobei ich ja schon fast gesagt hätte, ja komm, pack den Tokyopop-Streifen drauf, weil es soll eine Tokyopop Jubiläumsausgabe sein. Und so sehr ich den Streifen hasse, wie gefühlt jeder andere, wenn wir halt über ikonische Stilmittel von Tokyopop reden, muss man halt den Tokyopop-Schnitt erwähnen. Also ich hätte schon fast ich finde es ja schon irgendwie witzig, dass man darauf bei der Ausgabe jetzt verzichtet hat. Ich meine, soll mich nicht stören, so sieht das Cover halt schöner aus. Keine Frage. Und dann hat das Ding halt auch gutes Papier. Schön weiß, nicht groß durchsichtig. Klassische Tokyopop-Qualität, würde ich sagen. Hier hätte ich mir allerdings tatsächlich gewünscht, gerade bei einer Jubiläumsausgabe, dass es halt dieses richtig geil weiße, helle Papier ist. Wie bei zum Beispiel Neon Genesis oder hier halt. Also ich guck kurz, ob ich die Seite zeigen kann. Ist das hier irgendwo ist. Halt so richtig schön geil weiß. Und nicht das Standard-Taschenbuchpapier. Finde ich, da wäre mehr drin gewesen. Gerade bei dem Preis von 20 Euro. Dann muss man sagen, die Wahl der 12 Titel. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Titel auflisten, weil ich ihn gerade auch nicht aus dem Kopf kann, alle sind noch nicht bekannt. Sind teilweise nachvollziehbar, wie zum Beispiel Shaman King kommt, glaube ich, jetzt im Februar. Ja, Shaman King ist jetzt inzwischen ihr großes Ding geworden. Da haben sie sich wirklich was geschnappt, damit verdienen sie ordentlich Schotter. Keine Frage. Dann auch Sachen wie Black Clover. Auch keine Frage. Dann aber eben auch seltsame Entscheidungen, oder auch zum Beispiel Jonah. Oder auch ein Boys Love, ich glaube, verliebt in Prinz und Teufel. Ne, keine Ahnung, wie das hieß. Aber ne, Jona, macht's vollkommen Sinn. Habe ich auch gesagt, ja komm. Also wenn ihr was neu auflegt, dann wenn ihr sowas macht, dann hoffentlich mit Jona. Aber dann haben sie auch sich zum Beispiel für Bakuman statt Death Note entschieden. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, wir brauchen nicht noch eine neue fucking Death Note Ausgabe, aber ja. Für mich sind diese Editionen halt, sollten Sachen sein, die ikonisch mit Tokyopop sind. Und ja, Bakuman ist bei Tokyopop erschienen, ja. Aber Tokyopop verbindest du nicht direkt mit Bakuman, sondern eben mit Death Note. Ihr versteht meine Herangehensweise, oder? Und dann eben Hyokoi, was für mich auch auf meine Bingo-Karte für 2024 stand nicht, dass wir eine Hardcover-Ausgabe von Hyokoi bekommen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich mag diesen Shoujo sogar relativ gern, auch wenn er sehr 0815 ist, aber das ist halt die Sache. Warum der? Ich meine, okay, er hatte damals, ich glaube, es war einer der Bestseller-Shoujos von Tokyopop, so. Es macht schon Sinn, wenn man genau drüber nachdenkt, aber gleichzeitig nehmen wir so, weiß nicht, ob ich diesen Titel dann gewählt hätte. Zum Beispiel hätte ich eher sowas wie dann noch Fire Force genommen. Ich meine, okay, sie wollten wahrscheinlich genug Shoujos haben, damit es nicht heißt, oh, man bevorzugt die Shonen-Leser oder ähnliches. Wäre ja auch mal schön. Aber ja, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der jetzt bisherigen Auswahl haltet. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass noch ein Fire Force kommt, weil also das ist einer der Reihen von dem Verlag. Ich gehe mal stark davon aus, dass kein Death Note noch dazu kommt, weil es wäre ein bisschen weird, zwei Werke von demselben Autor reinzupacken. Aber gut, dann muss ich leider sagen, ich bin echt kein Fan vom, ja, Cover. Weil man hat den Hintergrund rausgestellt und dafür dieses Metallic Rot reingepackt. Ja, es soll an Tokyopop erinnern, aber ich finde, geht das Cover, die Wirkung davon so verloren. Es ist schade drum. So, da sind wir auch wieder zurück. Sorry, ich musste kurz den Akku wechseln. Aber ja, wie gesagt, es macht Sinn. Aber come on. Das normale Cover von Die Braut des Magiers sieht richtig schön aus. Und dann halt wirklich diesen Hintergrund rausschneiden. Oh, das kannst du bei einem Shaman King machen. Klar, keine Frage. Macht vollkommen Sinn, dass es da rauszuschneiden. Also, der Hintergrund ist nicht wichtig. Aber hier, come on. Das wird der Braut des Magiers echt nicht gerecht, finde ich. Das ist halt einfach schade. Und dann, zum Maßen, was mir gerade auch erst auffällt,
Die Autorin steht nicht auf dem Cover. What the fuck? Also wirklich, steht die Autorin nicht drauf. Bei aller Liebe, ich finde, wenn man halt sein Verlagslogo draufpackt, dann sollte man auch die Autorin draufpacken. Ja, sie steht auf dem Buchrücken. Ja, aber come on. Was ist wichtiger? Euer Logo und das 20-jähriges Jubiläum oder halt die Autorin? Und zwarmaßen, ich hätte es persönlich einfach bevorzugt, dass sie sich ein, zwei, vielleicht auch drei wirklich ikonische Reihen rausgesucht hätten und diese komplett im Hardcover aufgelegt hätten. Natürlich wären dann Reihen wie Jonah, Black Clover und Co. weggefallen, weil zu lang, um sie im Hardcover rauszuhauen. Keine Frage, wollen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist halt ärgerlich, so gesehen, nur den ersten Band im Hardcover zu bekommen, weil die Edition ist nicht verkehrt. Also, sie ist jetzt auch nicht das Schönste vom Schönsten, aber es ist halt in der Theorie wirklich nicht schlecht. Und halt jetzt kommen wir jetzt die große, stellen wir uns halt die große Frage. Für wen ist diese Jubiläumsedition eigentlich gedacht? Denn klar, für Tokyopop ist es ein Cash-Grab. Sie feiern, oh hey, Jubiläum, woo, machen eine Special Edition, stark limitiert. Das heißt natürlich noch Fear of Missing Out pushen, keine Frage. Aber trotzdem natürlich ist das für den einen oder anderen interessant. Einerseits ganz klar, wenn ihr Fan von einer der genannten Reihen seid, warum nicht zum Beispiel, hey, ihr mögt die Braut des Magiers, dann holt euch doch diese Hardcover-Ausgabe, so dann soll sie euch wahrscheinlich auch ansprechen. Dann halt, wie gesagt, Leute, die Fear of Missing Out haben, ja, und halt Hardcore-Sammler, weil ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, ich gehe für ein Komplettset. Ich hole mir alle 12 Bände, obwohl ich nicht alle der Reihen sammle, also dieser eine, ich sammle fast alle, also ich habe fast alle der Reihen, die bislang angekündigt waren. Ich glaube, den einzigen, den ich nicht hatte, war hier, Verliebt in Prince und so. Dieser ein Boys Love, wie auch immer er hieß, weil der super hard out of print ist, wo ich mir dann auch wiederum denke, okay, da scheint ja wirklich was für Fans gemacht geworden zu sein, weil warum sollte man ausgerechnet eine Reihe dann neu auflegen, die Tokyopop nicht in Print hat? Es sei denn, wenn der Band rauskommt, drucken sie alle Bände nochmal nach. Was? Ey, Tokyopop, das wäre ein richtiger übergeiler Move von euch. Also bitte macht das. Hey, das wär aus Marketing-Sicht echt sinnvoll. Ja, wie gesagt, ich gehe für ein Komplettset. Ich denke, es wird ganz geil im Regal aussehen. Ich hätte da nur vielleicht sogar die 1 weggelassen. Natürlich muss man eine Zahl draufschreiben, damit jeder weiß, oh, es ist der erste Band, aber hier auf dem Cover hat man es auch weggelassen. Warum also nicht auch auf dem Buchrücken? Ich weiß nicht, dann hätte es wirklich viel mehr Sinn gemacht. Sähe es viel schöner aus, als wenn du letztendlich 12 Bände im Regal hast, wo überall unten 1, 1, 1, 1, 1 steht. Weil eine 1 impliziert für mich, da kommt noch mehr, und zwar mehr von dieser Ausgabe. Ich meine, okay, man hat es vielleicht gemacht, damit Käufer sich danach nicht beschweren. Ey, ich dachte, es wäre ein Einzelband. Weil letztendlich muss man in der heutigen Zeit leider Gottes vom dümmstmöglichen Käufer ausgehen. Aber, keine Ahnung, dann hätte man es hinten drauf fett geschrieben. Der erste Band der Hit-Reihe jetzt im Hardcover. Damit es einfach schöner im Regal ausgesehen hätte. Aber ja, so alles im Allen. Die Edition macht nichts verkehrt. Wenn ihr Fan seid, go for it. Wirklich. Da könntet ihr wirklich es schlechter die 20 Euro investieren. Aber ihr könntet sie auch deutlich, deutlich besser investieren, muss man dazu sagen. Und ja, nun möchte ich von euch wissen, was sagt ihr zu diesen Hardcover-Releases? Seht ihr es auch als simpler Cash-Grab? Oder sagt ihr es, ja, aber okay, wenn es ein Cash-Grab ist, warum legen sie diesen einen vergriffenen Boys Love aus? Das macht mir weniger Sinn. Gerne unten in die Kommentare und zum Beispiel zu Hause. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao!